So, meine Freunde, ich zeige euch mal hier die Mechanik für bewegliche Flügel, wie ich aus einer senkrechten eine waagerechte Bewegung gemacht habe über ein Stiftrad, einen 12 Volt Motor und einem 18 Volt Akku, den ich aber etwas umgebaut habe, da kann ich mir jetzt 12 Volt draus entnehmen. Also, Flügel geöffnet. Geöffnet, so. Und jetzt schließe ich die Flügel. So ein bisschen tüdelige mit den Zähnen, mit den Stiften, aber... zu und wieder auf und wieder zu, wieder öffnen, so. Das Ganze habe ich ganz einfach eine 250er Holzscheibe genommen, die ist nämlich angemalt, interessiert keinen. Bambusstifte. Und die habe ich dann über so eine Türmechanik fest gemacht auf so einer Drehscheibe, auf zwei außenliegende Punkte. Und hier sind einzelne kleine Stifte. Ihr kennt ja auch, mit Fußleisten festgemacht werden. Die habe ich in einem bestimmten Abstand, wie dieses Zahnrad ist. Gut, ist nicht ganz genau, es rappelt ein wenig, aber das Prinzip zählt. Es ist schön flach. Wenn ich nämlich diese nicht habe, dann muss ich das irgendwie über einen Riemenantrieb lösen. Und dann habe ich den Motor so abstehend hier. Und ich wollte das alles schön flach verpackt haben auf dem Rücken. Daher ist das so mit diesem selbstgefertigten Ritze. Mit diesen Stiften hier, das greift dann hier so rein. Das Allerbeste. Ich muss es noch ein wenig nacharbeiten. Manche Stifte sind hier schon leicht verbogen wieder. Ist aber keine Schwierigkeit. Ist ja nur erst einmal ein Probelauf. Bis nächstes Jahr habe ich noch ein wenig Zeit für dieses hier. Und das ist nur das Grundskelett der Flügel, die ich eventuell, beziehungsweise eigentlich nicht nur eventuell, sondern auch noch auffaltbar mache und nicht nur so, dass ich die nach hinten wegfalten kann. Muss ich mal drüber nachdenken, auf jeden Fall. Das ist schon mal, bin ich sehr zufrieden mit.